Hallo, hier sind Nadine und Julian von der Selbstversorgerfamilie. Heute aus unserem neuen Domizil. Genau, wir haben uns nämlich einen Wohnwagen gekauft und ja, wir machen es mal kurz und schmerzlos. Ihr werdet überrascht sein, ihr werdet es vielleicht nicht glauben. Das hier ist kein April-Scherz. Wir glauben es eigentlich manchmal selber noch nicht. Aber wir haben, bitte flippt nicht aus, unseren Hof verkauft und wollen jetzt mit den Kindern ein paar Wochen oder Monate, wir wissen es noch nicht so genau, mit dem Wohnwagen on Tour gehen. Und zwar hat sich das daraus ergeben, dass wir hier schon längere Zeit einige Sachen hatten, mit denen wir unzufrieden waren. Und wir wollen uns verbessern. Verändern, freier werden auch vor allen Dingen. Mehr also Natur, die, ganz wichtig. Die unser Buch gelesen haben, haben das ja schon so im Ansatz mitgekriegt. Für die, die es noch nicht gelesen haben, werde ich es hier mal verlinken. Und hier unten in der Infobox könnt ihr nachgucken. Unser Buch. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, dass wir, als wir letztes Jahr in Schweden waren, ja bemerkt haben, wie schön das doch sein kann, wenn man mal nicht den ganzen Tag in irgendwelche Rhythmen eingebunden ist und tatsächlich mal irgendwas machen kann, was nicht gemacht werden muss, sondern was man machen möchte. Freiheit. Freiheit kannten wir noch gar nicht. Wir waren, müsst ihr euch vorstellen, bis letztes Jahr noch nie zuvor in Urlaub oder auch nur irgendwie länger als 2 Tage irgendwo, wegen der ganzen Tiere und Pflanzen und ich muss das sagen, vor 14 Jahren waren wir in Paris. Eine Nacht, ja, waren wir aber noch keine Selbstversorger. Da hatten wir nur die Pferde und 2 Hunde und die Hunde haben wir mitgenommen. Ich wollte dir ja endlich mal den Eiffelturm zeigen. Gefunden haben wir ihn trotzdem nicht. Also wir haben ihn bestimmt gefunden, wir konnten ihn nur nicht sehen, weil es war so neblig, dass man absolut nichts sehen konnte. Ja, aber wir kommen vom Thema ab. Also jedenfalls haben wir da gemerkt, jetzt in Schweden, wie sich Freiheit überhaupt anfühlt und das kannten wir überhaupt gar nicht. Hinzu kam ja, dass wir uns auch im vergangenen Jahr immer häufiger gefragt haben, ob uns unsere Selbstversorgung jetzt eigentlich unabhängig macht oder abhängig. Und von beiden etwas. Richtig, von beiden etwas, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir noch mehr Unabhängigkeit haben wollen. Auch Unabhängigkeit von der Selbstversorgung, trotz Selbstversorgung. Und das bedeutet, wir müssen irgendwo hinziehen, wo wir unsere Selbstversorgung mehr aus Jagd begründen können und mehr aus Fischfang zum Beispiel. Genau. Also Ziegen wissen wir jetzt im Moment noch nicht genau, die haben wir verkauft jetzt Stück für Stück nach und nach. Also wie ihr euch denken könnt, rotiert das schon länger in unseren Köpfen und das ist ein längerer Prozess und wir stellen euch jetzt natürlich hier vor vollendete Tatsachen. Ja, das Geflügel ist auch weg dank der Geflügelpest. Genau. Nee, wir wollten euch das jetzt nicht irgendwie vorenthalten in dem Sinne, aber wir mussten selbst erstmal Sicherheit für uns erlangen, wie und ob und was wir genau jetzt eigentlich vorhaben, weil das ja schon ein großer Schritt ist und den haben wir uns natürlich auch nicht leicht gemacht hier unseren. Genau, was haben wir eigentlich vor? Wir werden jetzt erstmal durch Europa touren und uns angucken, wie die Welt so aussieht, auch für die Kinder, dass die mal ein bisschen was von der Welt sehen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil die sonst einfach zu kurz kommen. Aber außerdem wollen wir eine schöne Zeit verbringen und sehen, wo es uns hin verschlägt. Ja, und dann fangen wir nochmal ganz von vorne an und werden natürlich alles Stück für Stück zeigen. Also wir werden wieder einen Selbstversorgerhof aufbauen, das steht außer Frage, weil das ist einfach unser Ding und in das alte System können und wollen wir nicht zurück. Gottes Willen. Nee, außerdem denke ich nicht, dass wir das länger schaffen als 6 Wochen ohne ein eigenes Gewächshaus, schon gar nicht in der Jahreszeit. Und ohne einen Pony zu streicheln. Dann kriegen wir sofort Entzug. Ja, die Pferde haben wir gut bei einer Freundin untergebracht so lange und den Hund nehmen wir mit, unsere Luzi und unser Kater Findus ist auch gut untergebracht. Und wie gesagt, die Ziegen sind abgeschafft, die haben wir in gute Hände weitervermittelt und die Hühner, die letzten, die wir noch hatten, haben wir geschlachtet, ja sowieso aufgrund der Geflügelpest. Genau, und aber das Schöne ist doch, wir können Stück für Stück nachher zeigen, wie wir unseren Hof von vorne aufbauen. Genau, wir fangen ganz von vorne an und wie gesagt, der Schwerpunkt liegt dann auf einer Selbstversorgung, die aber wirklich auch unabhängig macht. Und neues Experiment. Genau, wir wollen nicht mehr durch die Selbstversorgung so dermaßen abhängig sein, dass wir es nicht mal schaffen können, auch nur einen halben Tag von zu Hause wegzufahren, ohne dass wir total den Mordsaufwand betreiben müssen. Also sozusagen eine vollautomatisierte Selbstversorgung.
Selbstversorgung für Fortgeschrittene. Ja, und wie gesagt, also wir haben uns die Entscheidung, weiß Gott, nicht leicht gemacht, hier unseren Hof aufzugeben. Aber wir hatten vielschichtige Gründe, die sich auch in den vergangenen Monaten und Jahren einfach summiert haben. Das werden wir irgendwann nochmal im anderen Video. Genau, da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Also da müsst ihr jetzt einfach das so hinnehmen, auch wenn das natürlich überraschend ist bestimmt. Also in 3 Wochen geht's los und ab da gibt es dann regelmäßig Videos Dem Wohnwagen. Die Selbstversorgerfamilie on Tour. Oder auch die Selbstversorgerfamilie auf Abwägen, wie ihr das gern sehen möchtet. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden und spannend. Genau, also was schätzt du, wie viel Quadratmeter hat der Wohnwagen? Nur ungefähr 8-9 Quadratmeter. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Video, dann kannst du mal eine Roomtour machen. Genau, das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie der Wohnwagen so aussieht und wie der aufgeteilt wird und was wir wie genau vorhaben. Ja, auf jeden Fall sind wir gespannt selber, wohin es uns verschlägt. Und wir werden tatsächlich die nächsten Wochen im Wohnwagen wohnen. Und, jetzt noch nicht, in 3 Wochen. Ab in 3 Wochen, genau. Bis dahin lösen wir noch unseren restlichen Haushalt auf sozusagen und ja, also was natürlich ein total wichtiger Aspekt, den wir jetzt gar nicht erwähnt haben, wir gehen ohne Möbel, also komplett, wir haben unser Haus möbliert verkauft und wir haben eigentlich auch, ja was meinst du, 90%, nee, 80% unserer Sachen werden wir verkauft haben, wenn wir hier abdüsen. Wir haben dann noch ein paar Kartons. Ja, mindestens 80, eher 90%, ja, würde ich sagen. 90% sind das mindestens an Sachen. Ja, also wir haben uns total minimalisiert von fast 200 Quadratmeter Wohnfläche plus eben 2 Hektar Land und Riesenstall und Riesengarten auf eben hier, was sagtest du, 8 oder 9 Quadratmeter? Ja, wobei wir natürlich einige Sachen unterstellen. Genau. Bei unseren Müttern. Also ein paar Sachen kommen zu seiner Mutter, ein paar Kartons und ein paar zu meiner, aber das sind so insgesamt ungefähr 20 Umzugskartons. Und alles Dinge, die sonst schwer wieder zu beschaffen sind. Genau, also zum Beispiel auch persönliche Sachen wie Fotoalben und Bilder. Spezielles Werkzeug und so weiter. Genau, und Bücher ein paar, die wir jetzt nicht weggeben wollen, wobei wir wirklich auf 2 Kartons Bücher uns insgesamt beschränken. Also jedenfalls sind wir selbst total gespannt auf diese Reise, die ja irgendwie auch was recht Spirituelles an sich hat durch diesen extremen Minimalismus. Wir sind selbst gespannt, wie wir mit ganz wenig zurechtkommen. Und freuen uns aber auch darauf, weil wir wirklich jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt haben, wie gut es tut, Dinge loszulassen und sich auf das Nötigste zu begrenzen und zu beschränken und nur die wichtigen Dinge mitzunehmen. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass es sich tatsächlich mit, es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Genau, und das werden wir jetzt erproben und ihr kommt mit, wenn ihr mögt. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt euch auch gerne natürlich Fragen stellen, die werden wir dann gerne auch mal gesammelt in einem extra Video noch beantworten. Wie gesagt, dann werde ich euch demnächst den Wohnwagen in einer Roomtour vorstellen und nochmal auf den Minimalismus genauer eingehen, was wir dann jetzt eigentlich so mitnehmen. Und ja, wir freuen uns auf unser neues Leben und bis nächstes Mal. Bis bald. Du fährst vorne und ich mach's mir hier bequem. Nimm doch mal deinen Finger weg. Wieso unten auch noch? Ja, okay, gut, von mir aus. Also, oben und unten.